Herren, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, haben Sie jemals versucht, eine Gleichung mit mehreren Unbekannten zu lösen? Während Ihrer Schulzeit sicher, doch gab es da Anleitungen und Wegbeschreibungen durch den Lehrer und davon ein paar verständliche, wenn Sie Glück haben. Eine solche Gleichung mit mehreren im besten Sinne Unbekannten ist das Forum für Popularmusik der Metropolregion Nürnberg, genannt Verstärker. Erkundigt man sich in der Mathematik, so sind Gleichungen mit Unbekannten äußerst erfolgreich bzw. stark, denn es kann sich ja buchstäblich alles hinter dem Unbekannten verbergen. Das wissen wir im Populärbereich spätestens seit den X-Akten, die den Slogan verbreiteten, dass das Unbekannte da draußen wäre. Nun, ab heute ist es genau hier drin, nämlich im E-Werk zum Kennenlernen. Und dabei wird sich manchem erschließen, dass das Unbekannte nur vermeintlich seinem Namen Ehre macht. Oder auch, dass die Veranstaltungstage, die das Motto Just for Music tragen, sich einer recht heiteren Sache auf sehr ernsthafte Weise verschrieben haben. Altbekannte Heroen und neue Gesichter verspricht das Programm. Die Region zeigt sich stolz auf die musikalische Vielfalt und das mal nicht auf dem Gebiet der klassischen, sondern der gewachsenen, jungen, experimentellen Band- und Solomusik. Das unbekannte Wesen Musikbranche soll also ein wenig Beleuchtung finden. Gestern bei Voom hat das DJ-Pult und damit die vorproduzierte, meisterlich austarierte, emotional ausgeklügelte Musik regiert. Heute zeigen sich Vielfalt, Buntheit und Umtriebigkeit der Szene. Jeder Kulturbereich kennt eine solche Szene, die nach eigenen Regeln funktioniert. In Liverpool wurde 1996 die erste Schule für Popmusik, die LIPA, Liverpool Pop Academy, von Paul McCartney gegründet. Von einigen belächelt ist die eine Talentschmiede geworden, die wesentliche Wirtschaftsfaktoren hervorgebracht hat und weiterhin hervorbringt, nämlich Stars. Das Konzept hat zahlreiche Nachahmer gefunden und baut auf die unerschöpfliche Energie junger Talente und deren Leistungswillen. Ich kenne mich auf dem Gebiet der Lyrik aus und für einen Schriftsteller ist die Buchmesse im Frühjahr in Leipzig und im Herbst in Frankfurt das Maß der Dinge. Da passiert vieles, was hier an diesen Tagen auch stattfindet, aber vor allem treffen sich Kreative und Nutznießer. Diese Begegnung ist wichtig. Weiß man doch, vor dem PC sitzend oder im Bandraum probend nicht recht, ob das, was man tut, irgendwo hinführt. Und siehe da, ein Forum öffnet sich. Die Sache, die man so ehrgeizig und oft einsam verfolgt, findet Beachtung. Hier wird ein Wert beigemessen und Geschäft, Business, entwickelt sich. Dazu kann sofort beurteilt oder auch nur genossen werden, denn über 30 Solo- oder Band-Acts zeigen sich und werden im Showcase-Verfahren vorgestellt. Ich selbst suche und entwickle meine Ideen aus dem Kontakt mit Menschen und ihren ästhetischen Produkten, der Literatur und der Musik. Wer Musik mag und wer Musik macht, ist oft von Gleichgesinnten umgeben. Diese beflügeln im besten Fall die Schaffensfreude, erziehen zur Perfektion, lehren den Richtigen im Umgang mit der eigenen Szene zu wählenden Ton. So kann ich sagen, dass ich beim Lesen des Programms von Verstärker 2011 wie in meinen iPod hineinkatapultiert mich finde. Oder einfach in einer sehr langen Clubnacht, wo man nicht mal raus muss oder ja einfach ein paar schlechten Liedern aus dem Weg gehen möchte. Hier ist alles handverlesen. Alles bildet ein Panoptikum von Talenten ab, von ehrgeizigen Träumen und harter Arbeit hinter und vor der Bühne. Das mag ich. Ich mag es, wenn man mal vorgeführt bekommt, dass hinter jedem Künstler meistens eine kleine Armee von mehr oder weniger professionellen Unterstützern zu finden ist. Was denken Sie, weshalb die Oscar-Prämierten so oft Gott und ihren Müttern danken? Meine absoluten Favoriten heute müssen ja schon von Orts wegen her die Bambergers sein, die wie ich in Bamberg leben und den Zustand Bamberg beschreiben. Mittlerweile sind die Herren weit über die Grenzen des Weltkulturerbes bekannt und sie tun uns gut, denn draußen erkennt man in ihnen das leidlich unbekannte Bamberg, das Junge, das Laute und Fröhliche. Die unverstellteste Kunst ist wohl die vor dem Erfolg. Vor dem Geld, vor der Hauptberuflichkeit. Danach dient sehr vieles dem Erhalt des Status und dem Ausbau der Möglichkeiten. Daran ist nichts Schlechtes, nur verändert es den Künstler und sein Werk, es macht ihn kommerziell und führt ihn in das, was ich fremdbestimmte Unabhängigkeit nenne. Dort sind vor allem zwei Dinge wichtig, will man möglichst unbeschadet durch ein paar Erfolgsjahre gehen. Das ist, der Künstler weiterhin ernst meint mit der Entwicklung seiner Arbeit, egal wie klein die Schritte sein mögen, die ihm gelingen. Und die Aufrichtigkeit der Profiteure. Und ich glaube daran, dass es so etwas gibt. Ich kenne ausgezeichnete Verlage, Labels, Agenten, Förderer, Mäzene, ja Fans, die Dinge möglich machen, weil sie besser darin sind, Wege zu erkennen, als die Künstler selbst, die eben ästhetische Probleme wälzen und nicht die alltäglichen.
Ich wünsche meinen Kolleginnen und Kollegen Raum für ihre Gedanken, Mut, diese auszudrücken und ja, Erfolg, den sie selbst nach ihren Parametern bemessen können. Viel Wichtiges verdankt man in der Musik wie in der Lyrik der Übung, der Überlegung, Planung, ja der Erfahrung. Viel Schönes dem Zufall. Und so wünsche ich allen hier spielenden, performenden, auflegenden DJs, Bands und Solisten und den zahlreichen Ausstellern, die mit ihren Labels, dem technischen Know-how und der Künstlerpflege wissen, worauf es ankommt, um eine Unternehmung finanziell und kreativ erfolgreich gelingen zu lassen, das Glück des Zufalls. Mit meinen Vorrednern teile ich wohl die Freude über das in der Region vorhandene Talent. Und ich will es einfach nicht kleiner oder größer machen, indem ich es beschreibe. Ich möchte, dass Sie dadurch wissen, dass wir heute nicht nur im schönen E-Werk in Erlangen sind, wo Veranstaltungen zu Glücksgefühlsbündeln werden können, sondern auch in Deutschland, Europa, der Welt. Wer sich mit den großen und kleinen Errungenschaften unserer Zivilisation auseinandersetzt, ist in ultimativ internationale, ja globale Denkprozesse eingebunden. Just for Music sind wir heute mit wachen Ohren vor den Verstärkern, dem Mikro, der Bühne, dem Lautsprecher. Den Initiatoren und damit den wirklichen Verstärkern meine Bewunderung für das Zusammenführen sehr unterschiedlicher Kräfte oder Unbekannter und meinen Dank im Namen dieser glücklichen Konsumentin, die seit Jahren als Veranstalterin in der Clubszene aktiv ist, darin einen zukunftsweisenden Weg auch für die Region sieht und viele Grüße aus Bamberg überbringt, wo die Diskussion um neue Öffnungszeiten für Lokale gerade die Bürgerschaft spaltet. All das, weitere unbekannte Größen, die in unserer Gleichung auftauchen, denen wir nur das Beste an Musik und das Tollste an Veranstaltungserlebnissen entgegensetzen können. Wohlan, spielt auf, macht los und seid laut. Vielen Dank.